Ja, und eine sehr plumpe sogar. Irgendjemand hat einfach eine andere Frau, und zwar diese junge Frau, in das Foto von Ludwig und mir hineinmontiert. Aber wer macht sowas? Das werde ich herausfinden. Ja, Ludwig, auch immer du dich versteckt hältst, so einen heißen Käfer hast du garantiert nicht an Land gezogen. Oh Gott, nochmal, können Sie nicht anklopfen? Schauen Sie sich dieses Foto ganz genau an. Naja, da war die Welt noch in Ordnung. Hellblaue Hose, Hemd, beigefarbener Gürtel. Ich habe nie gesagt, dass er Modetrends gesetzt hat. Und jetzt schauen Sie sich dieses Foto an. Hemd, Hose, Gürtel. Vielleicht sollten Sie mal ein zweites Outfit kaufen. Es ist genau dasselbe Foto, nur die Frauen sind vertauscht. Es handelt sich um eine ganz gewöhnliche Fotomontage. Nein. Doch. Irgendjemand hat eine x-beliebige Frau in das Foto von Ludwig und mir hineinkopiert. X-beliebig? Ich meine, gewisse Vorzüge hat die Dame schon. Tja, wenn man ihr Niveau hat. Ja, stimmt, ich habe Ludwig offensichtlich überschätzt. Schön, dass Sie die Angelegenheit so amüsant finden. Ich frage mich vielmehr, wer tut sowas? Tja, wer tut denn sowas? Der Kerl ist tot, mausetot. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Würstchen bei keiner ernstzunehmenden Zeitung jemals wieder einen Job kriegt. Gleich, dass da was nicht stimmt. Die Ratte wusste ganz genau, dass ich jeden Preis zahlen würde, um die Veröffentlichung dieses Bildes zu verhindern. Mir auch noch eine Fälschung unterzujubeln, dafür mache ich ihn fertig. Wie heißt der Mann? Wo arbeitet er? Wo soll das denn wissen? Hören Sie mal, dieser Mensch wollte meinen Mann denunzieren. Glauben Sie, das lasse ich mir gefallen? Ach, überlassen Sie das einfach mir. Ich kenne den Kerl und er hat es auch nicht zum ersten Mal versucht. Ach, ich möchte ihn aber trotzdem persönlich sprechen. Also in jedem Fall muss er mir jeden einzelnen Euro zurückzahlen, den ich ihm überwiesen habe. Seinen Namen? Herrgott, ich... keine Ahnung. Hier. Den werde ich gehörig den Marsch blasen. Die Fotos. Jetzt hören Sie mir mal ganz genau zu, Sie Genie. Ihre dämliche Fälschung ist aufgeflogen. Elisabeth von Landstein ist auf dem Weg zu Ihnen. Sie werden jetzt untertauchen. Sie tauchen jetzt unter. Ja, dann warten Sie auf weitere Anweisungen von mir. Die schöne Fotomontage, auf die Sie so stolz waren. Wie hat sie das rausgefunden? Was weiß denn ich? Offensichtlich hat die Frau Röntgenaugen. Hat sie einen Verdacht? Noch nicht. Dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. Hauptsache, sie spricht nicht mit dem Journalisten. Schon passiert. Sie ist eben auch noch hartnäckig wie ein Hundefloh. Ich hätte sowieso keine Ruhe gegeben, bis sie den Namen hat. Sie haben ihn ihr verraten? Ich wusste, das würde Ihnen gefallen. Warum haben Sie ihr nicht gleich erzählt, dass Sie die Abwesenheit von Ludwig dazu benutzen wollen, die Macht im Gremium endgültig zu übernehmen? Solche Bemerkungen sind wenig zielführend. Hätte ich ihr bei der Gelegenheit gleich erzählen sollen, dass Sie für Ihre Unterstützung 100% der Anteile an LCL bekommen? Touché. Diesen Schreiberling habe ich im Griff. Allerdings sollten wir uns den nächsten neuen Knochen überlegen, den mir Lisbeth vorwerfen, damit sie ihre Fangzähne dran wetzen kann. Da fällt mir spontan nur eine Person ein. Was denn? Hat die vielleicht lange blonde Haare? Treffender könnt ihr den Knochen nicht beschreiben. Na dann, auf die Firma. Auf die Firma. Jede Wette, Ansgar steckt dahinter. Prinzipiell traue ich ihm auch jede Schweinerei zu, aber warum sollte er Ludwig vor Elisabeth diskreditieren wollen? Na, hast du dir den Kerl geschnappt? Das erzähle ich dir gleich, aber unter vier Augen. Ach, Elisabeth, was soll das? Schon gut. Ist ja nichts Neues. War das nötig? Ja, das ist mir einfach lieber so. Ich bin...
Ich bin leider zu spät gekommen. Dieser Journalist hat sich vor einer Stunde krank gemeldet. Wie praktisch. Mhm. Aber sein Chef hat ihm eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Er wird zurückrufen, wenn er vom Arzt wieder da ist. Gott, Sebastian. Ich bin so froh, dass diese Geschichte mit der Frau nur ein Märchen ist. Ich meine, wie konnte ich nur eine Sekunde glauben, Ludwig würde seine Familie dermaßen im Stich lassen? Ein Bild kann sehr überzeugend sein. Selbst wenn es so eine Fälschung ist. Ja. Wenn dein Vater wieder da ist, dann wird er sich alles erklären. Aber bis dahin muss ich herausfinden, wer so etwas tut und vor allen Dingen, welches Ziel er damit verfolgt. Oh. Frau Landstein? Ah ja. Ich muss mit Ihnen reden. Ich erwarte Sie in einer Stunde auf Königsbrunn. Und seien Sie pünktlich. Das war der Mann, der das Foto gefälscht hat. In einer Stunde wissen wir mehr. Dann könnte sie das Foto gefälscht haben. Was, ich? Ja. Ich habe den Journalisten übrigens nach Königsbrunn bestellt. Er muss jeden Augenblick hier sein. Chapeau, wie haben Sie das denn geschafft? Tja, wollte sich aus dem Staub machen, aber da muss er früher aufstehen. Ach nee, wen haben wir denn da? Weiß Ihr Chef eigentlich von Ihrem kleinen Nebenverdienst? Finger weg! Ich habe Ihnen Geld überwiesen, damit dieses Bild nie erscheint. Wenn das nicht sofort wieder auf mein Konto auftaucht, schicke ich ein paar Freunde vorbei, die gar keinen Spaß verstehen. Ist das klar? Lassen Sie mich. Ob das klar ist? Kommen Sie mir nie wieder in die Quere. Kommen Sie mit. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war aber ein sehr kurzes Gespräch. Und ein überflüssiges noch dazu. Mit der Fälschung des Fotos hat der Mann nicht das Geringste zu tun. Was haben Sie denn erwartet? Ein Geständnis? Man hat ihm das Bild zugeschickt. Anonym, per Post. Anonym, selbstverständlich. Was sonst? Wie haben Sie eigentlich von der Existenz dieses Fotos erfahren? Wie ich bereits sagte, der Kerl ist an mich herangetreten, hat mir einen Preis dafür genannt, dass dieses Bild nicht erscheint. Und den Preis haben Sie bezahlt? Klar, was hätte ich denn tun sollen? Den Gau für die Firma riskieren? Ja, ja, natürlich. Die Frage ist doch vielmehr, wer hat ein Interesse daran, der Firma in dieser Situation zu schaden? Ja, eigentlich kann das ja nur jemand sein, der weiß, dass Ludwigs Aufenthaltsort im Moment unbekannt ist. Mit anderen Worten, jemand aus der Familie. Ja, apropos Familie, warum hat der Mann eigentlich Sie erpresst und nicht mich? Schließlich bin ich mit Ludwig verheiratet und nicht Sie. Spielt es doch gar keine Rolle, ob diese Type Sie oder mich erpresst. Tatsache ist, wer dieses Bild gefälscht hat, wollte sie damit treffen. Warum fallen Sie mir wohl da als Erster ein? Vielleicht, weil Sie mal wieder Privates und Geschäftliches miteinander vermischen? Also schön, dann überlegen wir doch mal ganz in Ruhe. Wem im Gremium nutzt es? Also Helena bereitet gerade die Versteigerung der Vergochreihe vor. Das bringt der Firma eine immense Summe ein. Das wird sie ja wohl kaum aufs Spiel setzen. Hagen können wir auch vergessen. Der hat nur seine Klepper im Kopf. Und denkt maximal bis zum nächsten Aufgalopp. Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Hagen hat keinerlei kriminelles Potenzial. Bleiben Tristan, Rebecca, Sebastian, Tanja und ich. Ja. Also schön, ein Kerl, dem die Frau vor dem Altar abhaut, ist maximal ein Amoklauf zuzutrauen. Wohl kaum eine Überlegung über die strategische Nahausrichtung eines milliardenschweren Konzerns. Ja, richtig. Und Rebecca würde niemals so etwas Geschmackloses gegen ihren Vater und mich lostreten. Sebastian hat definitiv nicht den Mumm dazu. Im Gegensatz zu Ihnen. Richtig. Ich allerdings bin auf den Zusammenhalt des Gremiums mehr angewiesen als jeder andere. Meine Bank hängt quasi am Tropf der einzelnen Sparten. Abgesehen davon ist mir doch sehr daran gelegen, dass Sie als Vorsitzender einen kühlen Kopf bewahren. Es sei denn, Sie wollen mich ablösen. Na sicher. Und wer im Gremium würde mich wählen? Tja. Also ich fände es besser, wenn du den Vorsitz abgibst. Sebastian kann das übernehmen, bis die Sache mit Ludwig geklärt ist. Tanja. Tanja hätte eine typische Freude daran, mich aus dem Gremium zu kegeln. Falls jemand nach mir fragt, ich bin in 2 Stunden zurück. Ja. Wenn Frau Schneider noch mal anruft, ich bin auf dem Weg zu ihr. In Ordnung. Wollen Sie zu mir? Nein, eigentlich zu Tanja. Sie hat den hier für uns hinterlegt. Hat sie das? Vielleicht sollte ich nachfragen. Sie ist vor einer Minute aus dem Haus. Es hat alles seine Ordnung, aber tun Sie ruhig, was Sie nicht lassen können. Ob die wirklich noch mal nachhakt? Ach, was, die
Ich glaube, ich verteile den Wachhund. Oh Gott, ich kann nicht glauben, was wir hier tun. Wir tun es für einen guten Zweck, oder wollen Sie nicht wissen, wie Ludwig das anlegen wollte? Und? Immer noch nichts. Keine verdächtige Zahlungsanweisung, keine Fotos, keinerlei verdächtige Aktivitäten. Einfach nichts. Ja, da haben wir uns wohl zu früh gefreut. Tja, also wenn es Tanja nicht war, dann muss ich es wohl gewesen sein. Oder doch Sebastian. Vielleicht hat sie aber auch was gelöscht. Haben Sie schon mal im Papierkorb nachgesehen? Das glaube ich jetzt nicht. Tanja, schön, dich zu sehen. Sag mal, was fällt dir ein, dich in meinen Computer einzuloggen? Keine Sorge, wir werden Sie nicht lange belästigen. Aber bevor wir gehen, sagen Sie uns doch, wie kommt dieses Foto auf Ihren Rechner?